willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, irgendwie fangen die Videos, wo ich verreise, immer hier an und so auch dieses Video. Und zwar fliege ich jetzt in ein paar Stunden mit einer meiner besten Freundinnen nach Sardinien. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Letzte Woche kam das Packvideo dazu online. Ja, jetzt geht's gleich los. Hier ist noch ein bisschen Chaos. Mein neuer MacBook ist nämlich gerade angekommen, weil mein alter, den habe ich halt seit 2015. Der hat richtig doll gesponnen jetzt am Ende. Also ihr werdet das auch nochmal in den Vlogs sehen aus der Karibik und so, wie oft ich mich aufgeregt habe, dass das alles nicht so läuft, wie ich will. Und jetzt dachte ich mir, investiere ich mal Geld für einen neuen MacBook. Ja, bin bis jetzt auch noch ganz zufrieden. Genau, also Chiara kommt so nach einer Stunde, denke ich. Und dann geht's los zum Flughafen. Was ist das denn für ein ekliges Wetter in Deutschland? Leute. Gut, dass wir abhauen. Erstmal voll unsicher, ob das auch wirklich mein Koffer ist. Muss erstmal den Zahlencode eingeben, um zu checken, ob da auch meine Sachen drin sind. Ja, ist mein Koffer. Und ja, jetzt haben wir noch 2 Stunden, bis unser Bus fährt. Wenn wir den verpassen, müssen wir 80 Euro für ein Taxi zahlen. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, nach Santiago zu kommen. Wir sitzen jetzt schon seit über einer Stunde hier so rum. Siehst du, wie ich glänze? Und wir fahren hoffentlich in 40 Minuten mit dem Bus los. Wir sind echt maximal lost, wo dieser Bus abfahren soll. Und wir hoffen, dass er jetzt wirklich fährt. Also er ist noch nicht zu spät, aber es gibt hier ungefähr 1000 Möglichkeiten und nirgendwo steht was dran. Aber das wird schon. Tschüss, lieber Bus. We made it. Wir sind jetzt in San Teodoro angekommen. Mit ein paar Hürden. Wir hatten ein bisschen Angst, dass unsere Koffer nicht mehr unten rauskriegen. Aber wir haben sie. Ich glaube, Supermärkte haben nicht mehr auf. Wir haben nicht so wirklich was zu essen, aber wir überlegen uns da irgendwas. Erstmal Grundessenz geholt. Hallo, wir sind jetzt zurück in der Ferienwohnung. Wir waren eben schon mal kurz hier. Haben jetzt Wasser geholt. Und ja, ist eigentlich echt niedlich. Ich glaube, ich zeige euch das lieber morgen nochmal bei Tageslicht. Sind sehr fertig und werden jetzt, glaube ich, auch noch schlafen. Es ist auch schon fast 12 Uhr. Und morgen erstmal ganz entspannt in den Tag starten. Guten Morgen. Es ist jetzt 20 vor 11. Wir sind vor 20 Minuten aufgestanden, haben uns kurz fertig gemacht. Und jetzt wollte ich euch mal kurz die Wohnung hier zeigen. Auf die Terrasse. Es ist noch ein bisschen bewölkt. Es soll heute laut dem Wetterbericht auch mal regnen. Aber nur vormittags. Und wir müssen jetzt erstmal einkaufen gehen, weil wir haben gestern einfach nur Wasser gekauft, weil was anderes hatte gar nicht mehr auf. Und das ist auf jeden Fall innen. Das ist unsere Küche. Das hier wird auch ganz witzig, weil ich habe noch nie mit einem Gasherd gekocht. Hier haben wir ein Sofa, kleinen Esstisch, einen Fernseher. Ja, unser Bad haben wir natürlich schon schön eingenommen hier. Und das Schlafzimmer. Also alles sehr einfach, aber ich finde es schön und ich bin sehr gespannt auf den Strand später. So sieht das Ganze nochmal mit Tageslicht aus, von der Seite hier. Wir gehen jetzt einkaufen. Wir kommen gerade vom Einkaufen und räumen jetzt unsere Einkäufe im Kühlschrank. Und frühstücken jetzt erstmal richtig schön. Warte, wollen wir Joghurt draußen haben? Ja, wir haben echt sau viel. Und dann heute Abend wollen wir Pasta essen. So, wir haben jetzt gefrühstückt und gehen jetzt an den Strand. Aber der UV-Index ist bei 9 und wir hoffen, dass wir trotzdem braun werden. Das ist übrigens nochmal unsere Anlage bei Tageslicht. Das ist echt sehr, sehr, sehr cute. So, das ist mein Outfit tonight. Wir kochen jetzt gleich und dann mache ich noch mein Gesicht schön und dann ziehen wir mal los. Wir haben es geschafft, mit dem Gasherd zu kochen. Wir haben jetzt wunderschöne Linien hier gemacht. Beim Gasherd. War jetzt gerade einer von der Ferienwohnung. Haben wir nochmal hierher gelost. Die hat uns noch ein paar Sachen erklärt. Das ist jetzt unser Essen. Es gibt noch schön Pesto dazu. Und wir haben auch noch
Nachspeisen, also Melone und Eis. Wir gehen in eine Bar, oder? Können wir uns den Zettel mitnehmen? Wir haben noch so eine Empfehlung bekommen. Nehmen wir es mit. Und wir saßen gerade noch voll lang richtig schön in unserer Terrasse. Haben uns noch schnell ready gemacht. Ich habe mir schnell Wimperntusche und Lipgloss drauf. Let's go. Oder so. Wir haben gerade gefrühstückt, haben uns fertig gemacht. Und gerade ein kleiner Regenschauer, aber ich glaube, er ist wieder vorbei. Wir gehen jetzt gleich mal an den Strand, aber wir gehen diesmal an den anderen Strand, weil es hier in dem Ort, also wir sind in San Teodoro und hier gibt es so zwei Strände. Und heute schauen wir uns mal den anderen an. Wir sind gerade am Strand und die Sonne scheint endlich. Am anderen Strandabschnitt und das Wasser ist sehr tonsig. Das sind die Steine, die man reingeht. Los und das ist mir voll wichtig gewesen irgendwie. Also es kann nicht verschwinden. So, wir haben jetzt geduscht und wollten jetzt nochmal kurz einkaufen gehen, weil wir ein paar Sachen doch nochmal brauchen, wie Salz. Und Dressing für den Salat. Das ist nicht so geil, wenn man Salat und Gurken und Tomaten und Paprika hat, aber kein Dressing und kein Öl. Willkommen zurück in der Ferienwohnung. Oh. Wow. Frühstück gedeckt. Es ging jetzt echt ratzfatz. Wir sind um 10 nach 11 aufgestanden. Wir haben irgendwie echt lange gepennt heute. Wir waren gestern noch aus, aber halt ganz entspannt in einer Bar. Wir sind in zwei verschiedenen Bars. Ja, jetzt sind wir hier und wollten heute eigentlich mit diesem Bus zu einem anderen Strand fahren. Aber hier ist so eine Rezeption und da ist halt so eine Frau und die ist halt voll lieb und die hat uns richtig gut beraten. Und es gibt einen Mann. Aber jetzt, die letzten Tage war immer nur der Mann da und der Mann hat uns halt am Anfang eigentlich richtig schlecht beraten. Von dem her wollen wir ihn jetzt eigentlich darauf ansprechen, zumal es halt, wie gesagt, jetzt schon 11:30 ist und wir nicht wissen, ob man das jetzt für heute noch buchen kann. Ist denn doof. Aber wir wollen auf jeden Fall erst morgen machen und eigentlich echt noch gern zum anderen Strand. Aber wir fahren ja eh nach Olbia, sind dann da noch zwei Nächte im Hotel und von dort aus möchten wir auf jeden Fall noch irgendwas machen, weil wir haben alles jetzt echt nichts gemacht, außer am Strand liegen. Das ist ja auch schön, das war auch der Plan. War so ein bisschen Entspannung, aber ja, es ist schon schade, wenn man gar nichts dann sieht und macht, außer den einen Ort mit den zwei Stränden hier. Wir wollen heute auf jeden Fall den ersten Strand nochmal beim ersten Tag waren und dann aber weiter hinterlaufen. Und wir haben Hoffnung, dass es heute ein bisschen besser ist als die letzten Tage. Zum Strand, haben uns eine Flasche Wein eingepackt und wollen noch ein paar Fotos machen. Ne? Ne. Ne? Ne. Hallo. Ja, wir waren jetzt gerade die ganze Zeit am Strand und für morgen haben wir einen Strandbus, der hier lang fährt und halt alle möglichen Strände abklappert. Und da gibt es verschiedene Strände und einer soll total schön sein. Habe ich von einer ehemaligen Kollegin aus Maldiana erfahren.
Und den muss man aber reservieren. Den haben wir jetzt reserviert. Das hat 1 Euro pro Person gekostet. Und dann fahren wir da morgen hin. Ich denke, wir machen uns langsam fertig, gehen dann ins Bett und frühstücken dann morgen erstmal. Und fahren dann los an die, ich glaube, Kala Randenki, irgendwie so. Ja, gute Nacht. Guten Morgen. Schön eingecremt, ganz wichtig. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt auf den Strand. Gar nicht gemeldet. Wir waren in der Kala Brandinki, glaube ich. Wir sind mit diesem Bus eingefahren, hat 5 Euro gekostet für hin und zurück. Und eben bei dem Strand so eine einmalige Gebühr von 2 Euro oder 1 Euro, wenn man so einen Code hat. Und ja, es war echt ganz schön. Es war halt schon auch voll. Aber an sich so der Strand war schon auch echt einer der schönsten, wo ich war jetzt in Europa. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber eigentlich ist es halt wahrscheinlich schöner so im Juni, wenn es halt einfach noch nicht so viel los ist. Ja, wir sind jetzt hier am Putzen und Packen, weil für uns geht es morgen weiter nach Olbia. Die Ferienwohnung war super schön, also ich habe mich hier richtig wohl gefühlt. Es waren so ein paar kleine Dinge, die halt ein bisschen, also vielleicht hätten wir uns auch noch besser einlesen müssen, aber weil wir halt keine Bettwäsche und keine Handtücher hatten, deswegen mussten wir da 12 Euro für zahlen. Dann, wir haben hier kein Salz, kein Öl, kein Spüli, keine Lappen, eine Rolle Klopapier und solche Sachen. Ja, hätten wir uns vielleicht noch besser einlesen müssen. Nee, aber sonst war es echt schön. Und auch der Ort ist echt niedlich, auch wenn wir echt nicht so viel gemacht haben. Also wir waren jetzt zweimal am La Tinta-Strand, zweimal am, ich glaube irgendwas mit Ambra heißt der. Und heute eben an dieser Kala Brandinki. Und jetzt ziehen wir gleich nochmal ein bisschen los, genießen noch den letzten Abend hier. Also wir checken um 10 aus, dann haben wir hier nochmal so einen Check. Dann können wir ab 3 Uhr in Olbia einchecken. Genau, bis dann. Wir angekommen, wir sind mit dem Bus hierher gefahren. Also heute Morgen saßen wir noch ein bisschen am Strand rum, waren dann noch einen Kaffee trinken und jetzt sind wir hier und das ist so süß. Also wenn man hier reinkommt, da ist unser Bett, das sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Und kommen wir zum Highlight. Sie wusste nicht, wie ich heiße, aber wie süß ist das bitte? Ich finde das richtig süß. Ja, und das Bad muss ich mal anschauen. Oh mein Gott, die Dusche. Ja, echt voll schön. Süß. I like you. So, wir haben jetzt ausgepackt, also nicht wirklich ausgepackt, wir packen jetzt nicht wirklich aus, wir sind nur 2 Nächte hier, also nur kurz frisch gemacht und gehen jetzt mal ein Stückchen und wir wollen morgen eigentlich gerne eine Bootstour machen und wir haben eine Alternative über Get Your Guide, aber das ist relativ teuer, deswegen gucken wir mal, ob wir hier bei irgendeinem Stand irgendwie eine andere Möglichkeit finden, wo der Trip dann auch nicht so lange ist, mal schauen. Und wir müssen noch einen Ausflug für morgen buchen. Haben es noch nicht gemacht, aber wir haben jetzt was gefunden. Ja, wir sind jetzt fertig gemacht. Ich habe mir so ein neues Kleid an, das ich mir in Würzburg gekauft habe. Jo, der Ausflug ist jetzt auch endlich gebucht. Also morgen um 8 Uhr geht's los. Und ja, wir gehen jetzt hoffentlich langsam los, weil ich habe Hunger. Ja. Gut. Let's go. Pizza, Pizza, Pizza. Guten Morgen, es ist jetzt 7:30 Uhr, also viel zu früh und wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer Bootstour. Musik.
der ersten Insel hier angekommen. Und es ist nicht so ganz so Strandwetter. Aber es ist trotzdem ganz schön. Und wir laufen jetzt irgendwie hoch zu so einem Leuchtturm. Also wir haben den Leuchtturm auf jeden Fall gefunden. Joa. Und da hinten irgendwo ist unser Boot. Wir sind jetzt wieder im Boot, es ist nicht weiter. Alles voll an Virgin Gorda, also Karibik. Richtig schön. Ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Ist mir aufgefallen nach dem Ausflug. Wir sind jetzt auf jeden Fall gerade in der Pizzeria. Und ich melde mich einmal morgen nochmal. So, guten Morgen. Ja, der Ausflug war eigentlich richtig schön. Am Anfang war es halt super bewölkt. Das war ein bisschen schade. Aber als wir dann in diesem schönen Strand waren, da war dann noch die Sonne da. Das war sehr schön. Und dann waren wir noch in La Maddalena, auf so einer Insel da in der Hauptstadt. Haben wir auch ein Eis gegessen. Das war eigentlich sehr schön. Und sind dann aber auch relativ früh schlafen gegangen. Wir haben die Nacht davor richtig schlecht geschlafen und waren richtig K.O. Kriegst du den Koffer zu? Nein, ich muss schon auf den Koffer packen. Wir werden dann gleich auschecken. Hoffen, dass wir die Koffer irgendwie hier lassen können noch für den Tag, weil unser Flug erst um 20.15 Uhr geht. Und dann gehen wir irgendwo hier frühstücken. Yes. Genau. Bis dann. Wir liegen hier gerade übrigens in so einem Park rum und es ist voll schön und ja, wir haben so ein paar Stunden, danach holen wir uns die Koffer wieder in der Ferienwohnung ab, wir konnten sie zum Glück da lassen und dann geht's zum Flughafen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Der Flug war richtig schön. Wir hatten so einen schönen Sonnenuntergang. Ich habe die ganze Zeit nur rausgestarrt und Musik gehört. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich werde wahrscheinlich gleich schon anfangen, das Video zu schneiden, weil ich habe noch gar nichts geschnitten. Und das Video soll in 4 Tagen online sein und am Samstag fliege ich nach Fuerteventura. Und ich denke mal, dass auch das nächste Video dann darüber schon sein wird. Deswegen schaltet erstmal gerne nächsten Donnerstag wieder ein fürs nächste Sarah Crosses 7 Seas Video. Und dann nächsten Sonntag für das nächste aktuelle Video. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Gerne kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!